Yo, heute mal ein etwas anderes Video. Diesmal fahre ich nicht sinnlos durch die Weltgeschichte rum und dokumentiere so meinen Alltag, sondern ich fahre eine Motorradprobe. Müsste eine KTM LC4640 sein, glaube ich. Ein Kollege hat sie angeboten, dass ich die mal eine Runde fahre. Und da sage ich doch natürlich nicht nein. Hier ist auf... Boah, das ist eine A2 draußen. Wie viel PS hatten die denn? 35? Keine Ahnung, oder 40 oder so? Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin gleich da. Wir treffen uns jetzt gleich. Und dann fahre ich gleich mal eine Runde. Boah, komm da ja nicht mehr hoch mit meinem Gelenk. Alter, bin ich ja nicht mehr gewöhnt, die Höhe, ne? Ludwig, dann gehst einfach nach unten. Nach unten? So? Genau, das war's. Jetzt kannst du anmachen. Der Anfang ist schon mal geschafft. Oh, das ist ja richtig komisches Gefühl. Oh Gott, da bin ich ja überhaupt nicht mehr gewöhnt. Du merkst ja hier alles. Ich spüre meine Beine ja schon gar nicht mehr, weil das so krass vibriert. Ist ja irre. Mal eben mal ein bisschen Gas geben. Oh ja, ja, ja. Aber Dampf hat die, ey. Dafür, dass die auf A2 gedrosselt ist. Geht die unten rum und die knallt aber auch wie Sau. Wie ist? Bei mir gerade auch, ich spüre meine Beine nicht mehr. War echt geiler Sound. Ja, war. Aber die knallt auch ganz schöne, ne? Ja? Die knallt ganz schöne, hinten raus. Ich fahr mal kurz, ja? Ja. Na gut, jetzt merkt man die A2-Drossel. Also ab 90. Alter, ist ja dolle mit der Vibration, ist ja richtig krass. Boah, das musst du schon wollen auf so einer Karre denn. Danach habe ich erstmal Wackelpudding in den Füße. Aber ist schon ein krasser Unterschied jetzt zur Z800. Also von mir Gewicht her, so beim Fahren merkst du das ja nicht mal so extrem. Mal kicken. Alter! Junge! Alter Vater! Das geht ja hoch bis in Herz, ey, die Vibration. Das ist ja völlig irre. Ja, aber danach brauchst du keine Massage mehr, wenn du mit der Karre fertig bist. Aber so zum Cruisen mega geil. Man sitzt schon drauf wie so ein Babbo, ne? Also das ist schon cool. Aber Sound ist auch. Oh. Sound ist mega. Hört man das? Boah. Schaltung geht auch butterweich. Ja, doch. Hört sich geil an. Aber was ich auch sagen muss, also man muss aber auch das denn wollen mit der Vibration und alles. Weil die Vibrationen sind schon echt stark ausgeprägt. Das war bei meiner 690, war das nicht so schlimm. Aber wenn dir das ideal ist, dann ist das ein geiles Bike. Man muss es halt mögen, ne? Man kommt halt nicht schnell auf irgendwelche Geschwindigkeiten, aber dafür ist das Ding ja nicht gemacht. Willst damit halt ein bisschen rumcruisen, ein bisschen Spaß haben, ein paar enge Kurven ballern. Dafür ist das Ding gemacht. Und das kann das auch. Ich dachte ich aber gerade, ist mir irgendwas abgeflogen hier. Ach, das ist sein Motorrad, was die Fehlzündungen. Ich dachte mir, wäre der Auspuff abgefallen oder so. Boah, das sieht hier aus wie ein Zelt. Das sieht ja ganz komisch aus. Boah, die Ecke kenne ich doch hier. Die habe ich mal Fotos gemacht. Genau hier an der Stelle. Fahrrad. Was? Foto machen, Mann! Können wir machen! Okay,
Die joggt einfach in der random. Quite some time now, just to see you again.